Hallo ihr Lieben, ihr seht, schon wieder ein neues Experiment zum Thema Aufnahme. Ich wuschel mich da so durch. Mal schauen, was uns allen am besten gefällt am Ende. Ihr hört, ich bin leider noch krank. Ich war mit meinem Mann letzte Woche viele Tage am Stück auf einer sehr anstrengenden Messe in Essen. Wenn ihr drauf kommt, welche Messe Anfang Oktober meistens in Essen ist und ca. 200.000 Besucher anlockt, dann lasst mir mal einen Kommentar da, dann erkenne ich die Nerds unter euch. Ich wollte heute also was nicht so Langes machen, aber ich wollte auf jeden Fall ein Video machen. Also wollte ich euch endlich mal ein paar meiner Bücher zeigen. Ich besitze natürlich einen riesigen Buchschatz, einen esoterischen. Und ja, den kann ich einfach mal ein bisschen zeigen. Ich werde natürlich ganz oft gefragt, wie das alles so kam und woher ich all mein freakiges Wissen habe. Und deswegen lege ich jetzt einfach mal los und zeige euch ein paar Bücher. Diese Runde machen wir nur deutsche Bücher, denn meine Bibliothek ist auf Englisch, glaube ich, nochmal wesentlich größer als auf Deutsch. Das liegt daran, dass ich beide Sprachen quasi gleich gut beherrsche. Also tauchen wir mal ein. Selbstverständlich wäre keine Buchbetrachtung perfekt, ohne die alten Größen zu nennen. Und im Channeling ist das ganz klar, zum Beispiel Jane Roberts. Ihre Bücher gelten mit als die ersten Meilensteine des Channelings. Ich denke mal, fast jeder, der meinen Channel guckt, kennt den Namen Jane Roberts oder das Seth-Material auf die eine oder andere Art und Weise. Also man muss das ja nicht 10 Jahre lang studiert haben, aber wenn man sich für Channeling interessiert und für die Grenzwissenschaften, dann hat man diesen Namen schon gehört. Das sind jetzt auch gar keine ganz speziellen Bücher. Ich würde sie auch nicht zu meiner quasi Kernbibliothek zählen, also die 10 Bücher, mit denen ich auf eine einsame Insel gehen würde, so wäre es tatsächlich nicht. Aber ich finde, als Channeling-Medium muss ich sie besitzen. Da könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das genauso seht. Also natürlich schon lange, lange her, aber immer noch wunderbare Grundlagen. Und ich habe mir zum Beispiel auch, ich glaube, dieses Buch ist wesentlich später erschienen. Da ging es dann um die ganz frühen Jahre. Da hat sie wirklich nochmal viel erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie Seth kennengelernt hat. Und also klar, muss ich eigentlich gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Die Natur der persönlichen Realität und der Weg zu Seth sind meine beiden Bücher. Ich habe garantiert noch mehr irgendwo rumfliegen, aber die sind dann wahrscheinlich Englisch. Ich muss sogar sagen, ich habe sie noch nicht zu Ende gelesen. Aber ich weiß, das ist quasi mein Heritage, ja, das ist die Herkunft meiner Branche. Also muss ich die Bücher natürlich auch besitzen. Das nächste ganz große Thema im Bereich Channeling ist natürlich, könnte es anders sein, Kryon. Das ist eine ganze Reihe, die hat auch noch viel, viel mehr Bücher. Ich weiß gar nicht, wo es anfängt. Den ersten habe ich nur auf Englisch, die End Times. Aber also diese Reihe ist für mich auch wahnsinnig wichtig. Ich liebe Lee Carroll, das Channel, das da dahinter hängt. Am Anfang konnte ich lustigerweise überhaupt nicht viel mit dem Namen Kryon anfangen. Also ihr müsst euch überlegen, ich habe in den ganz frühen 2000er Jahren angefangen, mich mit den ganzen Themen zu beschäftigen. Und am Anfang war Kryon echt so, boah, nee, das geht gar nicht. Das lag daran, dass ich damals nur ein paar deutsche Channels kannte. Keine Ahnung, wie die hießen, ist auch völlig egal. Aber das war einfach nichts für mich. Ja? Also das war so dieses Engel, Lari, Fari, ihr wisst, ich kann damit nicht, jeder hat anderes Vokabular, jeder sieht die Sache anders. Wenn die Leute damit glücklich werden, total toll, freue ich mich riesig. Aber das war nichts für mich. Und hier, der Lee Carroll ist Ingenieur. Und obwohl der auf YouTube auch echt, echt so seine Momente hat, ja, wo ihm die Stimme versagt, weil man merkt, dass ihm beim Channel die Tränen kommen, was einfach durch die Energie kommt, die durch ihn durchkommt.
meine Mutter ihn deswegen zum Beispiel nicht besonders gerne guckt, weil sie immer sagt, oh, wie theatralisch, sind diese Bücher eine absolut großartige Grundlage. Der Mann hat schon in den 90er Jahren angefangen mit seiner Reihe und sowas inspiriert mich natürlich megamäßig. Am Ende des Tages will ich auch eine solche Reihe produzieren, die vielleicht genauso gut angenommen wird. Und ich bin ja auch schon auf dem besten Weg. Also ihr seht, dieses rote Buch da im Regal, das ist ja eins von meinen. Darüber machen wir ein ganz eigenes Video. Also, die Reihe von Kryon, zum Beispiel, also das erste heißt auf Englisch The End Times, die Endzeiten oder so. Jedenfalls, alles, was ihr in die Finger bekommen könnt von Lee Carroll, könnt ihr nicht viel falsch machen, meiner Meinung nach. Jetzt kommt der vielleicht wichtigste Mann aus den USA, der meine Reise nochmal ganz anders angestoßen hat, als sie vorher war. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich an dieses Buch rangekommen bin, aber die Geschichte ist unglaublich lustig, was danach so alles passierte. Und natürlich, wie könnte es anders sein? Ihr kennt ihn alle. Er war eine ganze Weile obdachlos und hat jetzt definitiv keine Geldprobleme mehr, denn er reist um die Welt und erzählt wunderbare, sehr wahre Dinge. Natürlich geht es um Neil Donald Walsh. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wer mir dieses Buch empfohlen hat. Ich könnte mir den Hintern beißen. Aber ich weiß, dass als ich es hatte, ist was super Lustiges passiert. Also abgesehen davon, dass ich finde, dass man dieses Buch gelesen haben muss, wenn man das Wort Gott auch nur in irgendeinem Kontext verwendet. Und zwar gut oder schlecht. Ja? Also ich habe sehr, sehr lange den christlichen Gott mehr geschmäht als sonst irgendwas. Das, tja, meine Mutter hat die durch das christliche System durchmusste. Dann passiert das. Dieser Mann hat Millionen von Menschen mit dem Christengott ausgesöhnt und mich auch, und das war nicht einfach. Natürlich gehe ich nicht mit allem konform, also der hat in der Mitte, das sind alle drei, die ersten drei Bücher, alle in einem Band, wunderschön. Der hat dann irgendwo so im zweiten Band, geht zum George W. Bush und so, also es sind einfach Sachen, die die Deutschen einfach null interessieren, die wir jetzt alle irgendwie abhaken können. Aber rundherum wunderbar. Und natürlich ist das nicht sein einziges Buch, beziehungsweise seine ersten drei Bücher sind das ja nur. Das ging ja dann lustig weiter. Ich habe auch das vierte, das kommt aber frühestens im englischen Stapel. Ganz Granaten, großartig ist dieses Buch von ihm. Denn hier geht es um Sterben und Tod. Ist ja klar, dass ich das haben muss, oder? Ganz, ganz toll. Ich werde es auch nochmal lesen. Ich habe es verschlungen, ich werde es auch nochmal lesen. Da zum Beispiel hier steht direkt, zu Hause in Gott sind wir immer schon und unsere Seele weiß das. Also es gibt einfach niemanden, der so toll zusammenfasst, um was es Gott geht, wie Neil Donald Walsh. Und dann habe ich natürlich auch rundherum so die Literatur, die man quasi haben muss, wobei das hier quasi noch sein schwächstes Buch ist. Das ist so quasi die Zusammenfassung der Zusammenfassung. Wenn man nur ein einziges kurzes Buch von ihm lesen wollen würde, wäre es wohl dieses hier. Das ist auf eine ganz andere Art und Weise geschrieben als die anderen. Das ist so, du hast die Einstiegsannahme, zum Beispiel, nehmen wir einfach mal an, Gott ist strafend oder so, ja, und dann kommt quasi dieses lange, lange gechannelte Gegenargument, warum es nicht so ist. Deswegen steht ja auch vorne drauf, ihr habt mich falsch verstanden, beziehungsweise ich würde sagen, man muss sagen, ihr habt mich bösartig missinterpretiert zu eurem eigenen Nutzen, liebe Kirchenleute. Gut, soll jeder formulieren, wie er möchte. Jedenfalls, wenn es nur ein Buch sein soll und es ist nicht Gespräche mit Gott, sehr schade, dann das. Wie gesagt, das sind nicht mal alle Bücher, die ich von ihm habe. So ist das als Buchnerd. Oh ja, ganz wichtig. Es gibt
von Neil Donald Walsh. Natürlich unendlich viele Leute, die von ihm inspiriert wurden, selber zu schreiben. Ich meine, ich gehöre auch dazu letzten Endes. Und gleich kommen wir noch zu der lustigen Geschichte. Sorry, die habe ich euch bösartig unterschlagen. Aber zuerst Kinderbücher. Neil Donald Walsh hat selbst ein Kinderbuch geschrieben. Ich bin das Licht. Wunderschönes Buch. Über Reinkarnation tatsächlich. Und es geht darum, es geht um diese ganz, ganz großen Fragen, aber für Kinder. Ja? Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Wo gehe ich hin, wenn es fertig ist, das Leben? Großartig. Bitte, wenn ihr irgendein Kind kennt, kauft ihm dieses Buch. Oder wahlweise, wenn ihr eine Familie kennt, deren Kind krank wird, dann solltet ihr dieses Buch nehmen. Die sind sich wahnsinnig ähnlich. Und das Buch ist von Anna Cutmore. Ich hatte euch neulich schon von ihr erzählt. Anna Cutmore ist eine gute Freundin von mir. Bestseller-Autorin aus Österreich. Und ich habe sie dann extra gefragt, weil ich sagte, sag mal, hast du das analog zu diesem? Gab es irgendwas, was du anders formulieren wolltest, was du nicht mochtest? Das gibt's ja. Das ist bei Büchern ganz normal, Leute. Das ist nicht abschreiben, sondern das ist normal. Und dann sagte sie, nein, ich hatte keine Ahnung, dass es dieses Buch gibt. Ich dachte, das bräuchte es unbedingt mal. Da seht ihr, wie Spirit arbeitet. Spirit hat immer ein Backup in der Hand. Sogar von Autoren. Denn wenn die Message raus muss, muss die Message raus. Und hier ist es als erstmal ein kleines Mädchen, was ich natürlich auch toll finde. Das ist Gerechtigkeit. Ich habe sogar eine Widmung. Und hier ist es halt wunderschön, weil das kleine Mädchen kommt auf die Erde, hat Spaß, ne? Die ganze Geschichte. Und dann wird sie krank. Und wenn ihr Kinder in eurem Umkreis habt, die vielleicht sehr schwer chronisch krank sind, die Krebs haben, oder wenn ihr eine Familie kennt, die sehr kämpft mit etwas, dann merkt euch das. Merkt euch diese beiden Bücher. Die kleine Seele und ihr großes Abenteuer von Anna Cutmore und Ich bin das Licht von Donald Walsh. Ohne Witz, ich habe dieses Buch schon verschenkt an eine Familie, der ist die Tochter mit Down-Syndrom früh verstorben, sehr früh, irgendwie zwischen 2 und 4 Jahren. Und dann habe ich der großen Schwester dieses Buch geschenkt. Und das Feedback war wirklich, wirklich, wirklich schön. Sie haben gesagt, sie haben das sehr, sehr oft gelesen und es hat wirklich zur Heilung beigetragen. Ich finde, wenn Bücher irgendetwas tun sollten, dann zur Heilung beitragen. Aber ich habe euch was unterschlagen, was sehr schön ist. Und zwar die Geschichte zu diesem Buch. Ihr merkt schon, es ist ungeskriptet hier. Als ich es hatte und als ich damit durch war, also ich habe es natürlich verschlungen, ist ja klar, sowas dauert bei mir auch nicht besonders lange, wenn ich mich da reinknie. Da bin ich wie meine Mutter, die Germanistin. Und als ich es durchgesuchtet hatte, habe ich natürlich angefangen, jedem davon zu erzählen. Ist ja völlig klar. Also gesagt, Wahnsinnsbuch. Hier oben ist eine 10 drin. Da sind das die Erwähnung der 10 Gebote. Aber halt in richtig. Nicht in so verquatscht. Und dann habe ich allen davon erzählt. Erzählt. Und jedem, und das Buch, ich verleihe auch großzügig, ja, wenn ich den Leuten vertraue, ich verleihe auch großzügig. Und es war so lustig. Ich habe keine Widmung in diesem Buch. Dieses Buch, das ist jetzt wichtig, ist so, wie es aus der Druckerei kommt. Ja, also dieses Buch gibt es eigentlich, keine Ahnung, 3 Millionen Mal in Deutschland oder so. Keine Widmung. An diesem Buch ist nichts besonders in dem Sinne. Aber Achtung, dies ist nicht das Original, das ich damals gekauft und gelesen habe. Und das kam so. Zuerst habe ich natürlich es meiner Mutter geliehen, weil, also, wir sind quasi so ein Büchertauschring, kann man gar nicht anders bezeichnen. Und dann habe ich es ihr geliehen und dann rief sie mich irgendwann an und sagte, Tanja, ich muss dir was sagen. Und ich so, okay, jetzt kommt's, was ist jetzt los? Und sagte sie, ich kann dir dieses Buch leider nicht zurückgeben. Und ich kenne das schon so ein bisschen von ihr, weil als Germanistin malt sie auch in Büchereien so mit Textmarker und so.
ist schlimm, aber passiert. Ich kenne das, also von ihr kenne ich das schon. Und dann hat sie gesagt, ich kaufe dir ein neues. Ich lasse dir von Amazon ein neues nach Hause schicken, alles gut. Wie gesagt, keine Widmung, es war egal. Da bin ich echt nicht so. Ich dachte, gut, mach das. Ein paar Wochen später verlieh ich das neue Buch, das angekommen war, an eine Freundin. Die weiß gar nicht mehr wer. Eine gute Freundin. Und ein paar Tage später ruft er mich an und sagt, Tanja, ich muss dir was sagen. Und ich dachte so, Moment, Déjà-vu, was ist denn jetzt los? Und sie sagte, ich kann dir das Buch leider nicht zurückgeben. Also willst du mich jetzt verarschen? Was ist denn jetzt kaputt? Ich sagte, ja, ich lasse dir ein neues schicken. Und ich sagte, was denn, hast du reingemalt? Oder so? Nein, ich kann das Buch nicht mehr hergeben, es tut mir leid. Das bleibt bei mir. Das habe ich wirklich vorher noch nicht erlebt. Also ich verliebe mich auch in Bücher und Bücher sind meine Heiligtümer. Aber so hatte ich das noch nicht erlebt. Ich bekam also ein neues Buch. Jetzt sind wir schon beim dritten, glaube ich. Dann hatte ich das dritte Buch und verlieh es. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die Geschichte endet. Ich verlieh es einer weiteren Freundin, bekam einen Anruf. Und die Freundin sagte, Tanja, ich muss dir was sagen. Und dieses Mal war ich schlauer und sagte, lass mich raten, du kannst mir das Buch nicht zurückgeben. Und sie so, woher weißt du das? Dann habe ich ihr das also erzählt und sie sagte, ja, das ist ganz komisch. Das ist ganz komisch. Ich kann das nicht mehr aus der Hand geben. Das bleibt bei mir. Ich habe das vorher nicht erlebt und ich habe das nachher nicht erlebt, aber vielleicht habt ihr das ja schon mal erlebt und dann möchte ich unbedingt davon lesen in den Kommentaren. Das war eine der skurrilsten, lustigsten, fantastischsten Sachen, die mir mit einem Buch jemals passiert ist. Wie gesagt, also es war ja nicht besonders. Man könnte ja verstehen, wenn ich ein Autogramm hier drin hätte, ja, dass dann jemand das Buch irgendwie abzockt und sagt, oh, sorry, ist nicht mehr da. Dieses Buch war immer so, wie Amazon es ausgespuckt hat. Aber es kam in genau der Form nie zu mir zurück, wie ich es verliehen habe. Also, sehr wild. Aber auch sehr cool. So, jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt kommen nur noch so die Honorable Mentions, also die Bücher, die ich auch unbedingt erwähnt haben wollte, von den deutschen Büchern. Und zwar, es gibt so ein paar Klassiker, die man einfach immer erwähnen sollte. Zum Beispiel Alison Dubois sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was. Das ist jetzt nur eins ihrer Bücher. Es gibt noch eins mit einem großen Schmetterling drauf. Ich habe das gelesen, ich fand das gut. Ich liebe die Serie Medium, die daraus entstanden ist. Das steht auch hier unten. Nach dieser Autobiografie entstand der damals neue TV-Serienhit Medium. Also Medium unbedingt gucken. Und ansonsten Alison Dubois. Die Frau ist grandios. Grandios, grandios. Die macht ihre Arbeit auch schon lange und extrem gut. Sie ist eins dieser Channels, die vermisste Kinder finden und kennt ihr bestimmt auch oder lernt sie unbedingt kennen. Sie ist sogar ein bisschen auf YouTube, wie ich neulich festgestellt habe. Was haben wir noch? Das ist auch nur eine Erwähnung, weil ich die Dame tatsächlich, Nina Dul, die habe ich persönlich tatsächlich mal getroffen und einen Workshop bei ihr mitgemacht. Eigentlich nur deswegen erwähne ich sie, denn also mir persönlich hat das Buch jetzt nicht so heftig viel gebracht. Es war vielleicht was nicht die richtige Zeit. Es war noch ganz am Anfang meiner Reise. Ich habe aber eine Art Chakrenöffnung mit ihr mitgemacht. Und es könnte schon sein, dass mich das auf meinem Weg vorangebracht hat. Ich werde es nie ganz genau wissen. Ich würde sagen, meine Fähigkeiten waren nachher tatsächlich noch besser als vorher. Die Frau beschäftigt sich viel damit, wenn Menschen keine Kinder empfangen können und macht da dann Aura-Therapie. Ich habe so viel anderes, ich
ja, braucht die Frau jetzt einfach persönlich nicht mehr. Ich bin nicht der allergrößte Fan. Aber mein Gott, vielleicht werdet ihr ja zum Fan. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall glaube ich ihr, dass sie das kann, was sie tut. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste. Sie kann das, was sie sagt. Das reicht ja erstmal. Denn das ist in unserem Metier ja leider, leider nicht immer grundsätzlich gegeben. Was haben wir noch? Dieses Buch hier ist leider extrem schwierig. Es ist von einem Physiker, aber das Tao der Physik ist wunderschön, ist mir empfohlen worden, das ist von meinem Buchladen, von meiner Buchhändlerin. Und das ist eine komplette wissenschaftliche Betrachtung von dem damaligen Stand der Physik. Und dieser Mann legt zum Beispiel die Bhagavad Gita, also die indischen Schriften, neben Texte aus dem Physikbuch. Und das passt einfach eins zu eins. Ja? Also das, was die Legenden versuchen zu erzählen, ist teilweise wirklich Teil unserer Physikbücher. Ganz, ganz toll, aber halt wahnsinnig schwierig zu lesen. Ja, also wenn ihr jetzt nicht gerade promoviert habt in Mathematik, ist es vielleicht tatsächlich nichts für euch. Ich habe da auch nur so die ersten paar Kapitel gelesen, weil es wahnsinnig, wahnsinnig komplex ist. Aber für jemanden, der sich so richtig gerne in die Wissenschaften reinfuchst, könnte es ja was sein. Also das Tao der Physik, großartig, aber schwer. Schwupps. Dann nochmal Anna Cutmore. Ich habe ein ganz besonderes Exemplar dieses Buches. Mittlerweile ist es im Schirner Verlag. Und sieht ein bisschen anders aus. Ich habe das im letzten oder vorletzten Video schon mal gezeigt. Also quasi ihr Buch über Engelkommunikation. Hier steht auch ganz groß, dein Engel erwartet dich hinten drauf. Süß, bei mir war es kein Engel, sondern ein Totengott. Aber hey, man nimmt ja, was man kriegt, ne? Also auch definitiv cooles kleines Buch. Das ist aber mehr ein Übungsbuch. Es ist wirklich so, du hast einen Tag und dann machst du die Übung. Du hast einen Tag und dann machst du die nächste Übung, die bauen aufeinander auf. Und am Ende hast du wirklich eine sehr solide Grundlage für die Engelkommunikation, was auch cool ist. Und jetzt, das ist das letzte Buch für heute, weil meine Stimme nämlich schon wieder aufgibt. Aber die Frau muss erwähnt werden in meinem Metier. Elisabeth Kübler-Ross. Sie ist eine der Begründerinnen der Hospizpflege. Und wie das bei Frauen immer so ist, hat sie ein System gesehen, nämlich das System der Krankenhäuser und der Sterbenden, und hat gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie ihr hier Leute behandelt, die im Sterben liegen. Also da müsst ihr euch mal ein bisschen einlesen oder auf YouTube mal was anhören, wie Sterbende früher behandelt wurden. Nämlich einfach nur wie eine Maschine. Ja? Ich habe das ist ja nur ein ganz kleines Büchlein, ich habe das, glaube ich, an einem Tag in der Therme gelesen, wo ich hatte keinen Bock mit meinem Sohn den ganzen Tag zu rutschen. Ich habe das an einem Tag weggerockt in der Therme da unter Palmen. Ich habe so geheult. Das war mir aber egal. Also mir ist grundsätzlich egal, was andere von mir denken. Trotzdem hat dieses Buch sehr viel Spaß gemacht. Also das waren ja auch im Grunde Freudentränen über diese tollen, tollen, tollen Geschichten. Hier sind wirklich großartige Geschichten drin. Über sterbende Erwachsene, sterbende Kinder. Die wissen ja Bescheid. Die Menschen wissen, wenn sie sterben. Und sie ist zusammen mit einigen wenigen anderen wirklich eine Koryphäe, die wir nicht vergessen dürfen. Sie ist leider mittlerweile auch verstorben. Wobei, leider, was heißt leider? Leider für uns, weil keine Bücher mehr entstehen. Für sie bestimmt kein Problem. Vielleicht ist sie ja sogar schon wieder unterwegs. Nein, also wirklich auch ein ganz, ganz toll. Ich habe jetzt nur ein Buch rausgegriffen. Es gibt natürlich ganz viele von ihr, deswegen auch nur beispielhaft Elisabeth Kübler-Ross über den Tod und das Leben danach. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Aber man muss sehr viel dabei weinen. Und für die deutsche Sektion meiner Bibliothek war es das auch tatsächlich schon. Natürlich ist mein Video wieder länger geworden, als ich das eigentlich wollte. Aber was soll's. Ich
möchte euch ja Rede und Antwort stehen, habe ich gesagt. Irgendwann in den nächsten Wochen gibt es dann den zweiten Teil mit den englischen Büchern. Teilweise sind die auf Englisch gekauft, weil es wirklich keine deutsche Übersetzung gibt. Das ist ganz häufig der Fall sogar. Teilweise habe ich sie auch einfach nur auf Englisch, weil ich sie auf Englisch bekommen habe. Also viele sind ja auch aus dem Antiquariat, meine Bücher. Und sie waren dann einfach so zu haben. Dann habe ich sie so genommen. Also manchmal gibt es gar nicht mehr Erklärungen. Ich glaube, ich werde nie mit dem Sammeln fertig sein. Denn es gibt einfach nichts Wichtigeres als Bücher. Tut mir leid. Und irgendwann werden wir dann natürlich auch noch über eine eigene Buchreihe sprechen. Das wird aber wieder ein eigenes Video. Denn, guck mal her. Denn auch ich beschäftige mich ja mit der Anderswelt. Und zwar nicht zu knapp. Und auch von mir gibt es mittlerweile schon vier Bücher, genau zu den Themen, zu denen alle diese Bücher sind. Und die stelle ich euch dann in ein paar Wochen vor. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich werde meine ohne Stimme verbringen, aber das macht nichts. Macht's euch schön und wir sehen uns bald.